Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dices für Program. Ich muss gerade mal gucken, wo war ich denn? Gerade eine kleine Pause eingelegt. Hab eine kleine Pause eingelegt, mal zwischendurch. Die gehören zusammen. Wir haben gesagt, wir brauchen dich und dich und dich wollte ich machen, genau. Und wenn ich dich machen möchte, brauche ich erstmal noch zum einen hier oben etwas. Das wäre einmal der hier. Wupp, einmal dich hier. Und dann klauen wir uns noch, wenn wir schon mal unterwegs sind. Irgendwo da oben gab es doch, glaube ich, einfach zu wenig Baufläche überall. Damals. Nahe den Nord des Nordpols können wir hier noch ein bisschen was abzwackeln für uns. Wunderbar. Ja, damit, ja, damit. Dann sagen wir direkt mal, okay, haben wir nicht. Tesla Towers. Wir benötigen hier ein bisschen was davon. Machen wir nochmal 10 Stück. Ist nicht viel, ist aber auch nicht wenig. Währenddessen sagen wir schon mal, wir wollen das so vormachen. Fuel Smelting für dich und für dich. Verbesserte Logistics. Oh, das wäre jetzt nun mal schlecht, aber das können wir uns eh nicht leisten. Semicomputer, nein. Wenn wir dich haben wir bereits. Engine können wir noch mit reinmachen. Elektromagnet. Quasi die ganzen Sachen hier mal neihauer. Dann mal alles hier gemacht. Und danach sagen wir, wir hätten gerne dich hier. Und wir hätten gerne irgendwas, was. Genau. Dich hier noch mit rein. Konstruktion noch mit rein machen. Alles, was irgendwie. Ah, Crew ist voll. Was Sache benötigt, die man sonst brauche. Sottle. Wir sagen: einmal dorthin. Einmal. Ab nach da unten hin. Dann haben wir nämlich einmal ein komplette. Können wir das darüber machen? Leider nicht. Können wir es darüber machen? Darum geht's. Dorthin. Und Bingo. Haben wir Stromprobleme? Haben wir. Okay, warum? Weil das Zeug nicht mehr nach da reinkommt. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Dann müssen wir mal kurz das so ein bisschen anders hinbauen. Beziehungsweise auf ganz kurz. Mach mir ein weiteres davon. Dann klauen wir uns mal hier welche raus. 300, 300. Nochmal ein paar Stück reinmache, dann passt es auch soweit. Dann sagen wir doch, hey, komm mal her, du hier. Ich hätte gerne von hier aus darüber. Beziehungsweise, ich glaube, wir könnten. Können wir das gar nicht? Ah, es geht nur so. Ich verstehe. Weg, weg. Dann machen wir es ganz anders. Wenn es sonst nicht geht, dann hauen wir es heute halt mal so hin. Dann ist einmal dich hinbauen. Hauen wir dich hier hin. Ich baue mal auf die andere Seite jetzt. So. Straßen hergebaut. Zack, zack, zack. Das passt. Rein damit, rein damit. Und dann nochmal raus, raus, raus. So. Das müsste theoretisch funktionieren. Beton auf müsste. Yep. Strom ist hier da, Strom ist dort da. Mit dem wird es auch verbunden, genauso wie hier. Das heißt, wir sollten ja, genug haben. Yep. Eventuell machen wir noch einen weiteren gleich mal hin, wenn wir schon mal haben. Ah, das geht nicht wegen Steinen. Okay.
Dann müssen wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Ein Steinlager muss ich noch für uns machen. Hilft alles nichts, ein Steinlager muss noch her. So, einmal produziert. Passt es nämlich auch. Dann können wir zumindest schon mal, wenn es schon mal automatisiert ist, wäre schon mal ein guter Anfang. Titaniumerz, das können wir noch. Das können wir nicht verarbeiten. Nein, geht nicht. Wir sind keine Bedrohung mehr für irgendjemanden. Ah, zum Glück. Zum Glück. Die Kohle brauchen wir nicht, die können wir da reinschmeißen. Und die hier direkt gegenüberstellen noch. Zack, zack und zack. Wunderbar. Dann sollten wir jetzt genug. Erst haben wir mehr als genug Strom. Dies reicht aus für alle Probleme, die wir haben. Genauso wie und genauso wie hier. Gut. Dich müssen wir auch noch bestromen. Ihr habt dich bestromen auch noch. Dann sagen wir, wir benötigen die hier. Das heißt, die Kupferplatten, die von unten kommen. Und das Eisen, das von oben kommt. Das heißt, wir brauchen dich hier. Und dann sagen wir mal, 1 und 2 und 3 haben wir nicht, okay. Noch einen. Noch einen weiteren bauen. Assembly haben wir einen. Yep, den können wir mal da hinstellen zu Gaudi. Dann sagen wir, ihr kommt bitte von da nach darüber. Nein, das ist in Ordnung. Ihr dürft mir Platten machen, kopieren und einfügen. Und der andere dürft es genauso hier machen. Wunderbar. Dann sagen wir nein mit dir, nein mit dir, nein mit dir. Und bingo, alles unter Strom. Dann sind wir, dich haben wir schon, ah, da drüben waren wir. Sind wir so weit zufrieden? Bam, bam, bam. Ich glaube, der macht immer, wie es nicht mehr so ausspucken kann. Okay. Das passt soweit. Und du sollst mir bitte die hier dann machen. Da sag mal bitte, du fährst. Ich muss gerade überlegen, wir brauchen dich nur hier an der Stelle. Ja, wir brauchen dich nur hier. Und das Rohmaterial von oben nach unten, was auch da reingeht. Ne, wir bräuchten erstmal noch mal zwei weitere. Zur Gaudi mal zwei weitere, was soll's. Ich weiß nicht, ob ich eine Matrix Lab bauen kann, das kommt schon noch. Spiel nur keine Sorge, das kommt schon noch auf jeden Fall. Sword Level ist wieder nach oben gestiegen. Warum? Weil sie wieder versucht haben, was aufzubauen. Yeah. Ich glaube, ich muss das runterschießen. Ich glaube, ich muss das Ding mal runterschießen. Wege herkommen. Zack, mitkommen. Wunderbar. Dann sagen wir, wir benötigen dich hier. So ein Amequator ist natürlich immer alles ein bisschen doof, aber was soll's. Das war's nicht. Wenn du es nicht bist, dann ist der Schmelzofen, den wir brauchen. Noch mal kurz ein paar. Während wir das machen, können wir sagen, die kann er schon mal nebenbei abbauen. Stein ist Stein. Ist gut, dass er immer in Sekunden dran stehen hat, wie lange er noch braucht, um das Endresultat zu erreichen von der Schlange. Ist eine praktische Sache. Ich weiß nicht, wie wir es mal gemacht haben, aber so ist. Okay. Ja, den Einstein können wir auch noch mitnehmen.
Wo ist immer zu Hause hier? War das beim Schmelzofen drin? Yep, war beim Schmelzofen, okay. Dann ist es immer gut, wenn man mal 3 Stück davon mache. Kann man immer gebrauchen. Bevor man euch dann weiter nach da drüben versetzt. 52, yep. Rein da und rein da. Raus, raus und raus. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Man sieht, je näher man am Äquator ist und so rumbaut, umso schlimmer wird es mit den Abständen. Aber ja, für den Moment geht's. Für den Moment, es muss ja nur irgendwie laufen. Dann kommt immer einer raus und dann passt es schon soweit. Okay. Du kommst schon mit nach da unten. Das probieren wir mal bloß. Ich habe mal 3 Drohnen gerade mal. Dann dauert es natürlich noch richtig lange. Später, wenn wir mal eine ganze Armee von denen haben, dann wird das Ganze wesentlich einfacher werden. Und ich glaube, sie fressen auch meinen Strom. Yep. Wenn mir es ganz arg irre, dürfen sie auch meinen Strom futtern. Das ist ein bisschen doof, dass man das selber was bauen kann. Aber was so ist, was so ist. Sottle. Dann tun wir dich nach. Kann man gucken, nach dort und nach dort rüber schieben. Müsste theoretisch funktionieren. Nur auf theoretisch. Ah, ich weiß, ich weiß. Komm schon. Bausinn, Bausinn. Dann hätten wir es nämlich endlich geschafft. Können wir nämlich die hier automatisiert bauen. Dann können sie es nebenbei forschen und wir können uns um andere Dinge kümmern. Wie zum Beispiel gucken, dass wir mehr Ressourcen überall herbekommen. Na komm. Kleine Süße. Dankeschön. Kleine Süße Verarbeitungsgerätschaften. Wunderbar. Okay, ich hätte gerne dich da rein. Quasi so. Ach so. Das geht wunderbar. Okay. Dann sagt man noch weiter. Ich hätte gerne dich mal dahin. Funktioniert auch. Und dann möchte ich bitte das Endergebnis davon. Möchte ich mal von da nach darum sehen. Dann machen wir nämlich ein paar mehr davon. Ah, so war es jetzt da. Mal so rum rüber. Dann einmal, keine Ahnung, so rum rüber. Und auf zur Heimat, wenn wir schon mal dabei sind. Passt soweit. Okay. Dann sagen wir, du kommst dann hier rum raus. Wunderbar. Okay, der Output ist wieder zu langsam. Alles klar. Ein zweiter muss her. Hilft dir alles nichts. Dann bist du gebaut und du gebaut. Sottle. Dann sagen wir Hallo Forschungsmatrix. Dich stellen wir dorthin, dann sollst du auch Strom bekommen oder auch nicht. A Matrix Lab. A facility to produce matrices. It can also be used to research technologies that are unlocked with matrices. Matrices are the source codes to maintain the center brain simulation of a homeland. You can upload as many matrices to the center brain to run its simulation and unlock more technologies in the real world. Danke für die Information. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt habe ich erstmal noch, schon mal dabei sind, bitte. So rüber und dann bis nach da hinten durch, dann nach dort rum durch und hier rum durch. Keine Ahnung, irgendwie wird es schon funktionieren. Dann sagen wir bitteschön raus und raus mit dir. Dass es auch mal hier funktioniert. Warum geht es hier gerade nicht so wirklich? Ah, weil das ein bisschen langsam läuft. Okay. Kann ich denn? Macht er das mit? Ja, das macht er mit. Okay. So und so rüber.
Dann müsst ihr theoretisch. Ja, mit zwei arbeiten. Können wir auch sagen, da bin ich noch einen zweiten hinstellen. Na komm. Irgendein. Ich wollte gerade sagen, ey, du musst doch da jetzt mithelfen. Sördle. Theoretisch können wir sogar noch einen dritten entstellen. Ja, können wir. Können wir machen, aber so ist. Nicht das Beste, nicht das Schnellste, aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache, es funktioniert. Kommen wir da nochmal ein paar Stück. Hauptsache eine Handvoll davon. So, wenn wir dich dann gebaut haben, dann machen wir hier eine Fabrik hin. Theoretisch kannst du doch bestimmt. Du kannst keine Forschungspakete machen. Warum nicht? Brauche ich da wieder einen Smelter dazu? Oder ist das was anderes? Guck mal nochmal, wenn ich sage, ich möchte einen bauen, was dabei rauskommt. Ob ich das vielleicht ein bisschen noch falsch im Kopf habe. Das kann nämlich recht gut sein. Will mich jetzt nicht wundern, sagen wir es mal so. So, leg dich hier. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, 3 reichen da schon mal komplett aus. Ich habe mal schon voll. Da kann man nie genug haben. Das passt. Ja, der Output hier ist auch auf jeden Fall vorhanden. Wunderschön. Ah, da haben wir das Problem. Ja, schon gesehen, schon gesehen. In- und Output sind das Problem. Sördle. Zack, zack, zack. Jetzt müsst ihr noch. Jetzt müsst ihr wesentlich runterlaufen, das Ganze. Schmelzofen nochmal kurz nachgucken. Warst du das mit den. Auch nicht. Was? Was, 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 was? Was benötigen wir denn dafür? Oder kann ich das nicht bei mir machen? In Research Factory wird es gemacht. Haben wir sowas schon? Research Factory? Ich bin gerade etwas. Ach, gibt man den? Moment. Moment. Muss man denn das geben? Ist das neu? Das wäre jetzt. Das ist mir jetzt echt neu. Warte mal, warte mal, warte mal. Bitte einmal kurz entfernen und entfernen. Dankeschön. Und doch schon mal so ausprobieren. So, hinbauen. Dann sagen wir. So rüber. Und wir sagen so rüber. Dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Wir sagen nein. Nein, 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 nein und nein. Wunderbar. Aber wir müssen auswählen, entweder oder. Okay. Das heißt, der macht es jetzt. Ah, und wenn ich jetzt einen oben drauf stelle. Einen Moment. Ein klitzekleinen Moment. Stimmt, davor muss es immer fabriziert werden, aber wenn ich das jetzt hier drin habe. Den oben drauf schmeiße. Ah, okay, muss ihm sagen, was er tun soll. Alles klar. Nee, passt, passt. Your vein is almost depleted. Ore reserves in each vein is limited. Once exhausted, the supply of raw ores can no longer be guaranteed. Which will adversely impact production lines. Exploit new veins for replacement. Additionally, upgrade vein utilization to reduce ore loss during mining operation. Gerne. Sie kommt alles, sobald ich sowas machen kann. Ich muss probieren. Sowas kann ich noch nicht machen für den Moment. Ich bin froh, dass ich überhaupt mal irgendwas habe. Too far to operate. Das heißt, er hat dann Probleme bald, wenn es so weitergeht. Okay. Aber wir haben auch schon ziemlich viel gemacht, also. Ist ja nicht so, als hätten wir gar nichts mehr.
Ich würde sagen, habe ich irgendwie. Das werden nicht die im Inventar verwenden. So, was ist, wenn ich jetzt sage, umdingsen? Ah, es geht nur entweder oder. Aha, das heißt, ich müsste jetzt nochmal zwei Stück davon machen, zum Beispiel. Damit es wiederum erforscht wird. Okay, alles klar, alles klar. Ja, natürlich nimmt es auch im Inventar vorhin mit, sage ich nicht nein dazu. Dann tun wir nebenbei nebendran doch direkt das Nächste klatschen, damit es automatisch läuft. Schauen wir nochmal. Kann ich denn jetzt sagen, du hier, guck mal her. Zack, du kommst schon mal dorthin. Und du bekommst quasi zack, zack und zack darüber. So. Das passt. Das ist doch wunderbar. Das da oben kommt rein, das kommt rein, das kommt rein zum Forschen. Da kann man ja nicht nein dazu sagen. Jetzt den noch oben drauf klatscht, dann verteilt sich es noch mehr. Dann wird es noch schneller erforscht. Okay. Hash pro Sekunde läuft, läuft alles. Mehr brauchen wir doch gar nicht für den Moment. Da sind wir doch schon mal zufrieden. Wie schaut es mit dem Strom aus? Ja, doch, haut hin. Das haut alles so weit hin. Kupfer haben wir noch. 85, ja, ein bisschen wenig, aber schaffen wir auch noch. Habe ich noch was im Inventar drin? Da nicht, nein. Okay. Brauchen wir noch andere Waffensysteme gerade? Nein, das sind wir auch soweit bedient. Er macht, was er machen soll. Passt. Das heißt, wir machen gerade das da hier, damit wir energieeffizientes Arbeiten haben. Yep, das wäre mal so schlecht. Dann könnte man nämlich das quasi zwischenabarbeiten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Gott sei Dank, machen wir das ganze Zeug hier weg. Purification, wunderbar. Wie mache ich denn das? Mit Smelter Factory, heißt mit der hier, wenn ich es richtig sehe. Ja, das sind wir richtig zu Hause, okay. Ich hätte gerne, dass wir davon noch ein paar mehr haben. Hier so 5 Stück. Mal kurz nebenbei machen. Dann sagt man noch, dich können wir da reinklatschen. Und diese ganze Biopflanzenmasse, die braucht auch keiner. Die macht nur mein Laderaum voll. Das muss auch nicht sein. So. Dann sagt man nämlich, wir hätten gerne dich hier weg für den Moment. Sagen eher, danke für die Engines. Euch von da nach da durchmachen. Dann macht ihr mir bitte Strom. Was denn? Das hier, damit wir auch wirklich den besten Grad an Energie haben. Und Bingo, Bingo, Bingo und Bingo. Und neben dran kommt dann quasi. Können wir nämlich auch sagen, das Ganze kommt nach unten. Ja, ich weiß, keine Energie, das haben wir gleich. Das haben wir alles gleich. Ich irgendwas Wichtiges wieder abgerissen. A production facility has stopped running. If it's not due to a power failure, check if products overflow or if there aren't enough raw materials. These may cause facilities to fail. Plan your factory in a reasonable manner.
and balance production and consumption to ensure orderly operation. Ja, nur kein Problem. Du musst nur einmal richtig das Ganze hinmachen, da passt es schon. Warum hast du keinen Strom? Weil du genau in dem kleinen Bereich bist, wo es keinen Strom gibt. Okay. Verstehe, verstehe. Das sollte jetzt auch. Es hält länger. Es hält auf jeden Fall länger. Das ist schon mal gut. Ihr werdet auch noch angeschmissen, dann passt es schon. Gut, dann haben wir gesagt, gehabt, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Das macht auch nebenbei alles. Jupp, das passt. Das brauche ich das auch nicht. Battlefield-Analyse können wir machen. Groundfighter, okay. Am besten wäre das auch cool. Combust-Unit. Impulskanone. Oh mein Gott, ja. Es gibt so viele tolle Sachen hier. Plasma-Extraktoren. Für Öl und Raffinerien. Okay, aber das wird später was werden. Noch ein bisschen weit. Semiconductor brauchen wir auch gar nicht. Solarkollektoren, ja, aber dann bräuchte man auch Storage. Was? Das können wir noch nicht machen. Wir können das mit reinklatschen. Stahl. Combustor Engine. Foundation, das ist wichtig. Foundation ist wichtig. Das können wir auch noch gleich mit reinklatschen. Ziemlich wichtig sogar. Also wirklich, wirklich wichtig. Danke dafür. Was einkaufen von dem Ganzen? Ja, das reicht auch nicht aus. Okay. Das läuft. Du hast gesagt, du kommst schon bald weniger, aber das macht nichts. Können wir die Hashtag-Rate erhöhen? Brauchen wir alles nicht. Ich glaube, wir brauchen hier noch mehr. Hilft alles nichts. So, zwei Stück davon machen. Ich bräuchte Glas. Wie mache ich denn Glas? Ah, das Thema Steine. Okay. Das sollte ich vielleicht wirklich mal angehen. wie schaut's mit meinem Geschützturm aus? Oder muss ich da zuerst mal vorbeigucken? Ja, sollte ich. Oh Mist. Oh Mist. Okay, ich möchte bitte hier eine Menge davon bauen. Vielleicht sollten wir auch mal sagen, was benötigen wir denn dafür? Assembler. Okay. Haben wir denn hier was? Zack. Assembler. Ein paar Smelter. Yep, das passt. You've unlocked Universe Exploration. Now you can click the detailed display button at the bottom right corner of the screen. To enable real-time vein distribution. Okay, das ist gut zu wissen, aber nützt mir gerade nichts. Das ist mir gerade überhaupt rein gar nichts. Bitte das nach dann noch. Komm nachher mit rein. Munition, weil das ist böse. Wenn das Ding wieder aufgebaut ist, das wäre massivst böse sogar. Oh mein Gott, nein. Muss ich gucken, dass ich da irgendwo eine Fabrik hinbaue zur Waffenproduktion, für Munitionsproduktion. Das alles irgendwie automatisch abläuft. Oh je, oh je. Go, 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 go. Wenn die wieder da sind, wird das Ganze richtig dumm. Ah, da hinten müssen wir hin. Und wir müssen schneller werden. Der kleine Bumblebee muss hier schneller werden. Komm schon, komm schon, komm schon. Beeilung. Es darf nicht sein. Sehe ich das überhaupt von hier aus? Das sehe ich gar nicht. Bin ich noch zu weit weg? Eigentlich nicht. Ich kann einfach nicht so hoch genug gucken von hier unten aus. Hallöchen aber auch.
Ich habe gehört, ihr braucht ganz, ganz dringend Munition. Aber sowas von dringend. Komm, 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 komm. Yeah, noch eine Konstruktionsdrohne. Das Ding darf nicht da sein. Bingo. Nächsten 30, zack, 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 macht's kaputt. Ich wollte gerade sagen, es ist weg. Es ist weggeflogen? Okay, es ist weggeflogen, passt. Ich sag nicht nein dazu. Haben wir hier irgendwo Kupfer, das wir abbauen könnten? Es gibt Steine. Komm schon, Leute. Komm schon, irgendwo muss ich noch Kupfer geben. Ich habe gesehen, dass ich so wenig Kupfer auf dem Planeten habe. Das wäre ziemlich schlimm. Mit ziemlich schlimm meine ich auch ziemlich schlimm. Es ist schlimm. Wir haben noch 1,4 Millionen eigentlich. Wo bist denn du? Auf der ganzen Hemisphäre ist kein einziges Kupfer vorkommen. Willst du mich vergackeiern? Okay, es gibt 1,4 Millionen Kupfer. Wo? Die Part, die sind alle hier. Uiuiuiui. So wie zu dem Thema. Was ist denn eigentlich? Irgendwo hatten wir doch die große Bedrohung. Da vor Kommunikator und Co. Okay, dann ist es halt so, dann müssen wir wieder mal herkommen. Hilft ja alles nichts. Einmal kurz mein Magazin lernen, damit wir den hier es voll machen können. Es fehlt noch zu viel, um das zuzumachen. Okay, was soll es? Ich würde sagen, das 77, 78, das ist in Ordnung. Das passt soweit. Okay. Dann wird es mit dem Plan mal nichts werden. 0:0. Ah, der Witzker. Okay, Upgrades für mich. Kann man da noch irgendwas machen? Die Engine kriegen wir noch nach oben. Energieschilde kriegen wir nach oben. Vertikales Baum geht gerade nicht. Nein. Das geht auch nicht. Mehr Schaden machen ist immer gut. Und der Rest ergibt sich dann, alles klar. Okay. Ich hoffe mal, die kommen nicht noch einmal zu mir. Alles konzentriert auf einem Fleck mit diesen Millionen. Das ist heftig. Das ist massivst heftig sogar. Ja, die Packung ist noch von uns machen, dann passt es schon. Plasma. Laufe ich gerade richtig? Nein, ich muss darüber. Ihr habt das richtiger. Die schaut mir ein kleines bisschen richtiger aus. Kleine Engines. Das ist natürlich das nächste. Wenn man kleine Fahrzeuge macht, das wären die Ground-Based Sachen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Steinwiene haben wir auch. Dich haben wir auch. Okay. Die könnten wir mal abbauen hier oben. Weil der Äquator ist immer so eine geile Sache eigentlich. Wo sind wir zu Hause? Genau hier im Nord- und Südpol. Wenn man quasi hier einen Solarpanel hinbaut. Einmal hier Solarpanels, einmal hier um den Gürtel rum Solarpanels. Hat alles was Schönes für sich. So, dann bauen wir dich hier mal da drüben einfach. Und quasi. Frage ist, wieso? Schau mal. Dich so hinbauen. Dann sagen gleichzeitig noch, hey Kollege. So. Einmal nachher drüben hin. Dann werden zumindest schon mal hier die Steine in irgendeiner Art und Weise abgebaut.
Verwenden müssen wir es jetzt nicht unbedingt, aber wir haben es schon mal. You've unlocked auto reconstruction marking. Icarus can now automatically analyze destroyed buildings nearby and mark them as under reconstruction. By default, as long as there are sufficient corresponding items, construction drones will automatically head to reconstruct it. You can also disable this feature in the mecha panel. Then you can only reconstruct manually. Ja, ich find's gut. Ich find's gut. Sage ich nicht nein dazu. So, zack, damit hinbauen. Wunderbar, Steine werden gebaut. Es wird mitgegeben, was wir so brauchen oder auch nicht. Okay. Das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht. Energiewaffen können wir noch ein bisschen schneller machen. Hätte man nämlich schon mal das Grobe hier so weit durch. Das haben wir auch, das auch, das auch. Das ist schon mit dabei. Kristallisierung geht noch ein bisschen weiter. Query ist voll. Okay. Das haben wir damit gelöst. Für den Moment zumindest. Und der Rest wird noch automatisiert werden in irgendeiner Art und Weise. Ja, wenn wir... Sagen wir es mal so. Wenn ich es schaffe mal, weil hier sind echt alle Rohstoffe, hier ist alles mögliche, Fundamente zu machen, können wir das mal platt machen und können mal hier eine richtige Produktionsstraße hinbauen. Aber bis dahin hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen. Zum Glück kommt da keiner mehr für den Moment. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.